Willkommen zu unserem ersten Webinar zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Detailhandel. Wer von Ihnen, liebe Zuschauer, hätte Mitte Februar das für möglich gehalten, ein Shutdown des stationären Non-Food-Handels für mehr als 31 Tage, Kurzarbeit für bis zu 2 Millionen Beschäftigten in der Schweiz, ein Online-Händler, der seine Kunden bittet, nicht mehr zu bestellen. Und wer hätte gedacht, dass Leibwächter in einigen europäischen Ländern nicht mehr bekannte Personen bewachen, sondern Supermärkte und Drogerien, um Sicherheitsabstände durchzusetzen oder Hamsterkäufe zu verhindern? Wahrscheinlich hätten das nur ganz wenige von Ihnen vorher gesagt, wobei im Nachhinein angeblich ja doch alles vorhersehbar ist. Wir wollen gemeinsam heute Wissenschaft und Praxis erstens diese aktuellen Auswirkungen der Krise für den Handel miteinander diskutieren und besprechen. Und wir wollen zweitens überlegen, welche Maßnahmen notwendig sind, um den Schaden in Grenzen zu halten. Wir, das ist zum einen Herr Mario Irminger, seit 2001 CEO von Denner und Präsident des IG Detailhandel Schweiz. Er war Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young, bevor er 1996 zu Heineken der Schweiz in die Konsumgüterbranche wechselte. Als CFO war er maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung des Schweizer Geschäftes beteiligt. Danach, 2010, ging es dann zu Denner und 2011 wurde er CEO. Dann begrüßen wir Herrn Erich Weber. Er ist seit 1988 im Familienunternehmen Mode Weber. Er führt das Unternehmen in dritter Generation. Das Unternehmen ist im 101. Geschäftsjahr und beschäftigt 220 Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern für Markenmode in der Ostschweiz. Wir begrüßen Herrn Dobler. Er ist Verwaltungsrat und Miteigentümer der Franz Karl Weber AG. Er vertritt die FDP im Nationalrat und war Mitgründer von Digitech, heute Digitech Galaxus. Wir begrüßen Herrn Körtig, er ist Geschäftsführer der Dosenbach Ochsner AG. Dazu gehören Ochsner Schuhs, Maischuhs und Roland Schuhe. Unter seiner Leitung arbeiten in etwa 3050 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir begrüßen Herrn Biegler. Er ist Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbandes im Kanton Zürich sowie Präsident der Stiftung KMU Schweiz, des Schweizerischen Instituts für Unternehmensschulung sowie Vizepräsident der Proparis Vorsorgestiftung Gewerbe Schweiz. Darüber hinaus begrüßen wir Herrn Jürg Niklaus. Er ist selbstständiger Rechtsanwalt, war 12 Jahre lang Mitglied der Wettbewerbskommission. Von 2008 bis 2009 wirkte er als Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz. Er ist zudem als Dozent am Department Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich tätig und unterrichtet dort im Bereich Agrar- und Handelspolitik. Dabei ist auch Herr Peter Bruckmann. Er blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Sportbranche zurück. Er ist Diplom Kaufmann des Detailhandels und heute seit einigen Jahren Präsident des Verbandes Sportfachhandel Schweiz, der ASMAS. Darüber hinaus begrüßen wir Herrn Gilg, der seit 2019 CEO der Manor-Gruppe ist, davor bei Jumbo als CEO tätig war und in Frankreich und in China für Auchan gearbeitet hat. Ich begrüße auch natürlich das Team vom Institut für Retail Management, das in den letzten 7 Tagen dieses Webinar inklusive Umfrage, Modellrechnungen etc. pp., all das, was Sie heute erleben, auf die Beine gestellt hat. Wie gehen wir jetzt vor? Wir werden uns zunächst mit der Ist-Situation heute auseinandersetzen. Also was hat das für Auswirkungen auf die Branche? Und wir wollen im zweiten Teil des Webinars dann auf die Zukunft eingehen. Es gibt ein paar Vorbemerkungen. Sie können Fragen stellen. Sie sehen das unten in der Leiste F und A. Sie können mit Likes dann auch die Frage priorisieren, die Ihnen wichtig ist. Und es ist wichtig, dass wir versuchen,
den Zeitplan einigermaßen einzuhalten. Deshalb bitte ich alle Teilnehmer, kurz und prägnant zu antworten. Ich möchte nun loslegen, den ersten Teil selber bestreiten und Ihnen unsere Studie vorstellen, die wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen der Corona-Krise für den Detailhandel zu beschreiben. Dazu wollen wir uns in etwa 8 Charts anschauen, die ich kurz kommentieren möchte. Die Befragung hat in der letzten Woche stattgefunden, eigentlich in dieser Woche stattgefunden. Es haben 119 Probanden geantwortet. Sie sehen auf der linken Seite, dass von diesen 119 Unternehmen 88 aus dem Non-Food-Bereich kommen und 31 aus dem Food-Bereich. Sie sehen auf der rechten Seite die Aufteilung dieser unterschiedlichen Non-Food-Branchen. Also der Detailhandel ist insgesamt eigentlich gut abgedeckt. Wie wirkt sich die Krise aus? Für den Foodhandel kann man sagen, dass die Auswirkungen überschaubar sind. Die Mehrzahl der stationären, aber auch insbesondere der Online-Anbieter sehen hier positive Auswirkungen. Im Durchschnitt geht man von einer Umsatzsteigerung von um die 2% aus. Wenn wir uns die Non-Food-Branche anschauen, da sieht das Bild ganz anders aus. Insbesondere die stationären Anbieter sehen die Krise als sehr negativ. Diejenigen, die im Online-Bereich tätig sind, erkennen im Online-Geschäft Zuwächse. Aber unter dem Strich offline und online haben wir hier einen Umsatzverlust, einen Umsatzrückgang von um die 33%. Die Gefahr des Konkurses nach 2,5 Wochen Shutdown ist überschaubar. Im Food-Bereich ist diese Konkursgefahr klein, sie wird als klein eingestuft, während im Non-Food-Bereich durchaus um die 30% eine mittlere bis große Konkursgefahr sehen. Wenn wir die Unterstützungsmaßnahmen uns mal anschauen, was wurde denn da bisher gemacht? Alle haben die Informationsangebote genutzt, Kurzarbeiterentschädigung, das ist mittlerweile bei vielen Unternehmen auch angefordert worden. Die Unterstützung bei der Erstellung von Pandemieplänen, auch da hat sich viel getan. Viele haben einen solchen Plan erstellt. Die Unterstützung bei Antragsverfahren, Mietzinsreduktion, finanzielle Überbrückungshilfen, Entschädigung für Erwerbsausfall und so weiter. Sie sehen es hier. Da haben sich viele mit beschäftigt. Wenn wir jetzt die geplanten Maßnahmen zusätzlich anschauen, was kommt da in der Zukunft, dann versuchen die Detailisten in der Schweiz insbesondere Mietzinsreduktionen auszubauen. Da kommen wir dann insgesamt auf 47%. Finanzielle Überbrückungshilfen werden intensiver gesucht, wobei der Entschädigungsausfall für Erwerbsausfall, die Entschädigung für Erwerbsausfall stark ausgeweitet werden soll und der Zahlungsaufschub von Mehrwertsteuerforderungen und Sozialversicherungsbeiträgen. Auch darum will man sich intensiver kümmern. Die Auswirkungen für die Mitarbeiter, zweigeteilt. Ein Teil sieht das positiv, also man hat sich an Homeoffice-Situationen gewöhnt. Man sei ähnlich produktiv. Man schätzt das mit dem Homeoffice. Aber Sie sehen auch, dass sich durchaus Mitarbeiter stark verunsichert fühlen, dass sie sich Sorgen um den Arbeitsplatz machen. Also ein zweigeteiltes Bild, wenn wir über die Auswirkungen auf Mitarbeiter nachdenken. Wie bewerten die Unternehmen die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen? Insgesamt eigentlich sehr positiv, wie Sie sehen, mittel und nicht ausreichend ist der kleinere Anteil. Was sind die wichtigen Learnings aus der Corona-Krise? Zunächst, es braucht scheinbar flexiblere Unternehmensstrukturen und kürzere Entscheidungsprozesse. Man müsse über Arbeitsmodelle, über neue, insbesondere Homeoffice, stärker nachdenken. Die Notwendigkeit der Digitalisierung, dieser Druck, den erkennen viele stärker. Man braucht mehr liquide und damit finanzielle Reserven.
Und man muss sehr gut informieren und die Mitarbeiter unterstützen, um Unsicherheit und Konfusion zu vermeiden. Dies waren die Erkenntnisse aus unserer Studie. Und wir wollen nun direkt mit dem Interview weitermachen. Und zwar möchte ich übergeleiten nun an das Interview mit Herrn Irminger, dem Präsidenten der IG Detailhandel, und ihm einige Fragen stellen. Herr Irminger, die erste Frage geht in die Richtung, Sie vertreten die großen Unternehmen Coop, Migros, Denner und Manor als Präsident dieser IG Detailhandel. Und uns interessiert natürlich, wie hat sich die Krise für die Großen, aber insbesondere auch für Ihr Unternehmen, für Denner, ausgewirkt? Also die Auswirkungen zeigen sich auf verschiedenen Ebenen. Zunächst sind das solche, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus stehen. Sämtliche all unsere Filialen mussten in der Tagesfrist gemäß den Vorgaben des BAGs instruiert, ausgerüstet und umgestellt werden. Einerseits damit die Versorgung, andererseits aber auch, dass damit die Einhaltung der Vorschriften sichergestellt ist. Ich glaube, das ist uns bei allen Mitgliedern schnell und gut gelungen. Andererseits müssen wir uns bewusst sein, dass der Heimkonsum in der Tagesfrist nach den Maßnahmen des Bundesrates durch den Wegfall des Grenzeinkaufs und die partielle Schließung der Gastronomie wesentlich gestiegen ist. Nach dieser Phase der Umstellung auf die neue Situation sind wir mit einem neuen Guru normal konfrontiert. Heißt, Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs erfahren eine hohe Nachfrage. Bei vielen anderen Produkten sinkt die Nachfrage, sind reine Non-Food-Formate oder Non-Food-Reos sind ja geschlossen und für die Kunden nicht mehr zugänglich. Die Krise verdeutlicht die bedeutende Rolle all unserer Märkte in der Sicherstellung der Landesversorgung. Besonders beansprucht sind natürlich unsere Mitarbeiter in der Logistik und im Einkauf, aber im Wesentlichsten natürlich die vielen Tausenden von Mitarbeitern in unseren Filialen. Diese Situation ist sehr anspruchsvoll, zumal unsere Mitarbeiter an der Front nicht nur mit einer erhöhten Arbeitslast konfrontiert sind, sondern es auch oft mit verunsicherten Kundinnen und Kunden zu tun haben. Die Auflagen des BAGs führen zu wesentlich höheren Transaktionskosten im Filialgeschäft. Ich erinnere da Dosiersystem, Sicherungsmaßnahmen im Kassenbereich, Umsetzung der Gesundheits- und Hygienevorschriften, aber wie Sie auch vorher gesagt haben, partiell bei gewissen Läden zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen durch Sicherheitspersonal. Es ist der Leistung aller Mitarbeiter zu verdanken, dass unser Versorgungsauftrag, dass wir den erfüllen konnten. Auf der anderen Seite im Onlinehandel Lebensmittel verzeichnen wir überdurchschnittliche Zuwächse, die können rein von den Kapazitäten kurzfristig nicht befriedigt werden. Wir sind dort der Meinung, Modelle mit freiwilligen Bringern von Gütern an Risikogruppen hier eine Lösung darstellt, welche auch in den Medien kommuniziert wurde. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn wir so die Reaktionen der Kunden reflektieren, sind die extrem stark, also die bringen Geschenke mit, Karten, zum Teil Kuchen an unsere Mitarbeiter und bedanken sich eigentlich für die Leistung, die die Lebensmittelhändler in dieser schweren Zeit erbringen. Den Mitgliedern der IG Detailhandel ist es ein großes Anliegen, gerade in dieser Krise die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir möchten hier nochmals klar ausdeuten, dass wir genügend Ware haben und alle unsere Mitarbeiter leisten täglich enorm viel, um rechtzeitig und in gewohnter Weise die Güter zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Vielleicht dann noch eine Frage. Haben Sie das Gefühl von der IG Detailhandel, dass die Anliegen des Detailhandels von der Politik gebührend berücksichtigt werden? Wir sind in einem ständigen Austausch mit den Bundesbehörden und können unsere Anliegen in Bezug auf die Versorgungsaufgabe dort sehr direkt einbringen. Das funktioniert gut. Auf der anderen Seite sind wir trotz der außerordentlichen Lage, die auf Bundesebene beschlossen wurde, mit verschiedenen Interpretationen bei der Umsetzung auf kantonaler und kommunaler Ebene konfrontiert
und erfahren da, würde ich mal sagen, sehr unterschiedliche Auflagen von den Behörden. Das macht es zum Teil sehr schwierig. Jedoch in der Summe müssen wir sagen, wir fühlen uns gut aufgehoben. Vielen Dank. Herr Immingau, vielen Dank für diese Aussagen. Wir haben vor diesem Webinar einige Handelsexperten aus unterschiedlichen Branchen interviewt und haben diese Gespräche aufgezeichnet. Dabei standen zwei Fragen im Vordergrund. Frage 1 hat gelautet, was sind die Auswirkungen für Ihr Unternehmen aus dieser Krise heute? Und die zweite Frage hat gelautet, welche Maßnahmen haben Sie bisher ergriffen? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also eigentlich, oder der Shutdown, der ist jetzt zwar unmittelbar, aber die ganze Problematik für die Firma hat schon vorher angefangen. Also etwa 30 Tage vor dem Notstand und dem Shutdown haben sich die Umsätze schon deutlich reduziert im Retail. Also weil die Leute Angst hatten, sind Umsatzeinbußen von bis zu 30% angefallen. Und leider ist es so, dass wenn der Shutdown nachher aufgehoben wird, ist auch 1 bis 2 Monate nachher aufgrund von der Angst der Leute damit zu rechnen, dass Firmen viel weniger Umsatz machen. Und natürlich jetzt machen wir gar keinen Umsatz und die Fixkosten bleiben zum grossen Teil. Und das ist ein riesiges Problem. Gerade Mietkosten sind für Retailer, die Mietfläche an Top-Lage haben, ist ein grosses Problem. Und die Sofortmaßnahmen vom Bund, das ist zwar eine gute Sache für den Moment, aber das löst das Problem mittel- und langfristig leider nicht. Der grösste Kostenblock sind immer die Löhne. Also ist eigentlich die Einführung von der Kurzarbeit ist, unmittelbar das Wichtigste gewesen. Dann ist klar, dass detaillierte Finanzplanung für die Banken braucht. Oder um zu erarbeiten von verschiedenen Szenarien, wird der Betrieb am 19. April wieder aufgenommen, wird ein Betrieb am 19. Mai wieder aufgenommen und wird vielleicht sogar Juni. Da haben wir verschiedene Szenarien bearbeitet und mit diesen detaillierten Planungen haben dann die Bankgespräche stattgefunden. Dann der dritte Punkt ist das Operative, also die Schliessungen der Filialen und dass wir versucht haben, mit Sofortmaßnahmen trotzdem Umsatz zu machen. Also wir haben einen Telefonverkauf eingeführt, wo du kannst anrufen und wir nachher über den Online-Shop Produkte verkaufen. Also wir machen im Moment so viel Online-Umsatz wie noch nie, aber weil wir eigentlich ein Retailer sind aus dem Kern raus, sind natürlich 7% vom Umsatz, auch wenn das ein Umsatzrekord ist, für uns online ist 7% vom Umsatz natürlich nichts zum wirklichen Kostenbeitrag leisten an die Fixkosten. Totaler Umsatzausfall für diesen Monat oder wir rechnen mit 2 Monaten. Wir haben 220 Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, totale Kurzarbeit. Und erwarten ein relativ großes Chaos an Ware. Wir haben sehr viel Ware, die natürlich jetzt demodiert, die natürlich jetzt nicht mehr so viel wert ist, wie sie war. Und entsprechend groß wird das Reduktionspotenzial nach der Krise sein. Wir erwarten eine große Preisschlacht, die wir natürlich verhindern wollen. Ja, einerseits Kosten einzudämmen, sofort die Liquiditätsplanung extrem fein zu gestalten, Kosten auf Seiten der Mieter anzugehen. Da haben wir teilweise positive Echos von vielen privaten Vermietern und leider noch keine großen Hilfen oder Antworten von institutionellen Vermietern. Wir sind da ein bisschen auf die Hilfe angewiesen, weil irgendwann zahlt sich das dann zurück oder irgendwann gibt es uns dann halt nicht mehr und dann sind Mietflächen dann halt auch wieder zu besetzen. Wir haben relativ große Flächen, die wir bewirtschaften und das wird auch für die Vermieter nicht einfach sein, wenn sie uns da nicht unterstützen. Ich denke, die erste und wichtigste Massnahme war, dass wir einen Krisenstab eingesetzt haben. Den haben wir sehr früh eingesetzt, schon Ende Februar. Und der Krisenstab ist in einem ganz anderen Modi unterwegs. Wir führen die Geschäftsführung und haben dort auch einen Stabschef eingesetzt.
Und ich glaube, dort können wir Agilität, Geschwindigkeit aufnehmen und mittlerweile auch Situationen antizipieren und auf die Lageentwicklung adäquat reagieren. Wir haben die Kurzarbeit eingeführt, das ist ein wichtiger Block im Bereich der Kosten gewesen und gibt auch Sicherheit unseren Mitarbeitenden, damit sie auch zukünftig, denke ich, noch Beschäftigung haben. Und das dritte Thema ist Kostenmanagement generell, wo es jetzt darum geht, mit Partnern in Verhandlung zu treten oder wo wir schon in Verhandlungen sind, um für alle Seiten die ganze Situation einigermaßen erträglich zu gestalten. Wir haben jetzt seit eine gute Woche, seit letzten Dienstag, die Hälfte unserer Läden, die geschlossen sind, die reine Non-Food-Warenhäuser sind, und haben die andere Hälfte, wo wir einen Teil mit Food noch betreiben, offen, also den Teil Lebensmittel. Und verlieren jetzt seit eigentlich eine gute Woche mehr oder weniger 80% unserer Umsatz. Das ist die Realität seit ein paar Tagen. Das heißt für uns Notmaßnahmen, unter anderem auf die Kosten sofort massiv zu bremsen, haben wir selbstverständlich vor, bevor dieser Shutdown passierte, gestartet. Auf sämtliche Investitionen komplett alles verzichtet, alles blockiert. Und Mittel wie Kurzarbeit unter anderem auch sehr rasch eingeführt. Wir haben per heute knapp 6.000 Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind. Das sind Mitarbeiter aus dem Retail, aus den Läden, aber auch unser Headquarter ist betroffen mit knapp 400 Personen, Logistik teilweise auch. Ja, das ist ein Stand der Dinge. Also das heißt, sehr schnell reagiert auf die Kosten. Und ein anderes Thema ist selbstverständlich die Liquidität des Unternehmens. Das ist die andere Priorität. Sie können sich vorstellen, wenn Sie vom Tag auf den anderen diese Einnahme von Umsatz komplett fehlt oder auch zu großen Teil fehlt, dann kommen wir auch sehr schnell in Liquiditätsengpässe. Und das ist jetzt unser Fokus, das im Griff zu bekommen, mit Lieferanten zu diskutieren. Also ganz eine Reihe an Maßnahmen, die wir jetzt angeführt haben. Ich denke, das gab uns einen guten Einblick in unterschiedliche Branchen. Vielleicht jetzt zu den Auswirkungen dieser Krise auf den Agrarmarkt. Was hat sich da so getan? Wie ist da die Situation? Ja, vielen Dank, Herr Professor Rudolf, werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Webinars. Welche Auswirkungen hat die Krise auf den Agrarmarkt? Da muss man sich zuerst einmal den Agrarsektor vor Augen halten. Was sind seine Besonderheiten? Es gibt ein ausgeprägtes Verständnis in einer Lieferkette, in einer Wertschöpfungskette, man spricht hier von Wertschöpfungskette, zu denken. Also von der Heugabel bis zur Speisegabel. Man sieht sich da als Schicksalsgemeinschaft. Und diese Kette, die führt natürlich, ist auch bedingt durch die Agrarpolitik, eine spezielle Strukturpolitik mit Grenzschutz, Marktinterventionsmaßnahmen und so weiter. Und das führt auch zu Handorgeleffekten, wenn man so will, zu Umstellungen innerhalb Produktion, Handel, Verarbeitung bis zum Konsumenten hin und so weiter. Und das zu berücksichtigen, dass die Produktion selber eine gewisse Trägheit hat. Denken Sie an die Zyklen, sei es in der pflanzlichen Produktion, die Kulturen auf den Feldern, von der Aussaat bis zur Ernte vergehen Monate. Auch in der Tierproduktion denkt man in Monaten, in Saisons und so weiter. Und das führt zu bestimmten Besonderheiten. Da interessiert natürlich vor allem, was passiert jetzt durch diese Umstellungen, durch diese Unsicherheiten, einerseits absatzseitig aus der Sicht der Agrarproduktion und andererseits natürlich auch Beschaffungsseite. Sie muss sich natürlich auch Faktoren wie etwa Arbeitskräfte beschaffen können. Absatzseitig, wie bereits erwähnt von meinem Vorredner, die Gastronomie ist geschlossen, der Einkaufstourismus ist weg. Was weiterhin funktioniert, ist der Detailhandel, der Direktverkauf ab Hof, der Online-Versand und natürlich die Takeaways. Hat es Verlagerungen gegeben. Und natürlich dann auch die Export-Thematik, die auch hinzukommt. Ein gewisser Teil der Produktion geht ins Ausland und da wird es interessant sein zu sehen, was das für Auswirkungen hat bei der internationalen Nachfrage, das ist absatzseitig. Aber insgesamt hat man den Eindruck, dass man gebraucht wird, dass die essen und trinken muss man ja und dass man das irgendwie packen kann.
Etwas problematischer ist vielleicht beschaffungsseitig. Gerade die Agrarproduktion, Gemüse, Obstproduktion ist sehr arbeitsintensiv. Da ist der Sektor angewiesen auf Arbeitskräfte, die kommen zu einem gewissen Teil aus dem Ausland, zum Teil Polen zum Beispiel. Und da ist natürlich interessant zu sehen, wie entwickeln sich die Quarantänemaßnahmen in jenen Herkunftsländern. Und das wird dann beschaffungsseitig dann gewisse Probleme allenfalls verursachen. Aber hier ist man mit einem wachen Blick daran und beobachtet die Entwicklungen, auch die regulatorischen Entwicklungen natürlich. Man kennt die Maßnahmen des Bundesrates, Liquiditätshilfen, Flexibilisierung oder Hilfen bei der Kurzarbeit, Thematik, Entschädigungen bei den Ertragsausfällen. Und gerade gestern hat der Bundesrat ein weiteres Maßnahmenpaket verabschiedet. Das umfasst einen Nachtragskredit im Fleischmarkt für Einlagerungsaktionen. Denken Sie an diese Trägheit der Produktion. Da muss man gewisse Anteile der Produktion aus dem Markt nehmen und einlagern zwischenzeitlich, damit es nicht zu Verwerfungen im Markt kommt. Andererseits hat der Bundesrat auch Flexibilisierungsmaßnahmen bei den Importrestriktionen beschlossen. Und da wird es interessant sein, wie er das konkretisiert. Betrifft das die Konsumenten, betrifft das eher gesundheitspolizeiliche Maßnahmen. Hier muss man auch die Angelegenheit begleiten. Sie haben ja gerade eben auch das Thema Erntehelfer angesprochen, dass da nicht mehr so viele in die Schweiz kommen. Ist die Versorgungssicherheit jetzt gewährleistet, wenn das noch längere Zeit andauert? Gehen wir mal davon aus, es sind eher 2 Monate. Wir kennen die Auffälligkeiten beim Einkaufsverhalten, wir kennen die Bilder von leeren Regalen, die punktuell vorhanden waren. Aber insgesamt, auch unter Berücksichtigung der Verlagerungen, die zu erwarten sind, denken wir, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Es gibt ja auch noch die wirtschaftliche Landesversorgung, die letztlich auch bei den elementaren Gütern, Energie, Nahrungsmittel und so weiter eine Überbrückung bieten kann von mehreren Monaten. Also die Versorgungssicherheit scheint gesichert zu sein, ja. Vielen Dank, Herr Niklaus, interessanter Einblick. Wollen wir uns jetzt nun stärker, zweiter Teil unseres Webinars, mit der Zukunft auseinandersetzen, uns die Frage stellen, was braucht es eigentlich, um den Schaden, der jetzt schon entstanden ist, um ihn in Grenzen zu halten? Und dazu haben wir auch verschiedene Experten gefragt. Ich bitte, das Video abzuspielen. Ja, schlussendlich ist halt das Schadenausmaß noch nicht wirklich klar. Oder? Es kommt extrem darauf an, wie lange das jetzt dauert. Für uns, bei uns sind die Fixkosten von den Mieten etwa die Hälfte oder sagen wir mal, sind gleich hoch wie die Mieten, wie die Löhne. Und es gibt auch andere Firmen an Top-Lagen, die sogar höhere Mietkosten haben als die Löhne. Und für das ist für uns ein Problem. Also, der Bundesrat hat ja mal kommuniziert, dass die Idee ist, dass man die Bürgschaften und Kredite kann oder muss bis in 5 bis 7 Jahre zurückzahlen. Das ist je nachdem ist das ein Problem. Also es braucht längere Zeiträume, das ist sicher eine Forderung. Und dann muss man mit den Vermietern muss auch Lösungen geben. Oder ich habe im Sonntagsblick habe ich kommuniziert, dass der Staat soll sich beteiligen an den Mieten. Also es braucht sicher Lösungen, weil viele, gerade Kleinstfirmen, werden das Problem haben und Selbstständige, wenn sie keine Unterstützung haben. Oder die Selbstständigen kommen heute 3.320 Franken pro Monat über und müssen damit alle Miet- und Fixkosten zahlen und je nachdem, wie lange der Zeitraum dauert, ist das ein Riesenproblem. Wir sind sehr froh jetzt über die Bundeshilfe, diese Arbeitslosen, die Kurzarbeitentschädigung ist ein Teil, der sicher hilft. Damit haben wir einen Teil abgedeckt. Bei den weiteren Fixkosten, das sind leider nur bei uns etwa 12%, diese Mieten, die weiteren Fixkosten, das sind natürlich dann Kosten, die wir auch da alle noch tragen müssen. Und da haben wir einfach das Problem, vor allem mit dem Warenlager, das 50% unserer Kosten ausmacht. Wenn wir da natürlich große Teile verlieren oder abschreiben müssen, dann kommen wir zu kurz. Und der Bund muss uns da helfen.
Also das ist nicht wie bei beim Restaurant, wo ein bisschen Fleisch oder Gemüse zu ersetzen ist, sondern wir haben volle Warenlager, wir haben volle Läden und alle diese Ware muss irgendwie verkauft werden können bzw. abgestoßen werden können. Das Wichtigste wäre, dass die Läden in nützlicher Frist wieder aufgehen. Da geht es darum, dass wir alle daran gehalten sind, die Anordnungen vom Bundesrat umzusetzen oder vom BAG und zu schauen, dass wir so schnell wie möglich die Kurven abflachen, dann könnten wir so schnell wie möglich die Läden wieder aufmachen. Ich denke, das zweite Thema ist sicher, dass wir im Bereich der Kosten weiterkommen. Dort ist für uns vordergründig das Thema Mieten. Das ist das grosse Thema im Moment, wo keine Rechtssicherheit besteht und wo es jetzt darum geht, in Verhandlungen einzutreten und wo einfach alle Parteien aufeinander müssen zugehen und müssen so zusammenarbeiten, dass es uns alle in Zukunft auch noch gibt. Schnelligkeit, Effizienz, also sehr rasch reagieren haben wir gemacht. Es kommt wirklich darauf an, wie wir diese Liquidität im Griff bekommen. Oder? Das heißt, also ganz konkret, wir haben seit letzten Dienstag oder Montagabend sämtliche Bestellungen aufgehört. Es geht keine Bestellung mehr raus im Non-Food-Bereich. Im Food selbstverständlich nach wie vor und Near-Food ebenfalls, weil wir da Waren noch verkaufen. Das sehr, sehr gut im Griff zu haben. Die Kosten massiv runterfahren. Und wenn ich sage massiv runterfahren, das heißt noch nie gesehen. Also da wird jeden Franken gefragt. Wir haben ein absolutes Ausgabeverbot lanciert von über 2.500 Franken. Also es geht alles, was darüber wird, geht durch den Pult von meinem CFO und meinem Pult. Also die extreme Konsequenz und die Schnelligkeit, das ist entscheidend, damit wir die Kosten im Griff haben und eben diese Liquidität im Griff haben. Das ist, glaube ich, die Priorität. Die andere Priorität ist, was passiert in den Läden momentan. Wir haben nach wie vor 30 Supermärkte, die funktionieren, die Sicherheit, Hygienevorschriften für unsere Mitarbeiter, das sicherzustellen, das ist dann ein anderes wichtiges Thema, den wir auch sehr schnell und sehr konsequent umgesetzt haben. Wie lange kann das jetzt dauern? Wie lange kann man das verkraften? Es ist recht schwierig, das zu sagen, oder wie lang. Wir sprechen jetzt heute vom 20. April, wobei ganz ehrlich gesagt, bei uns glaubt niemand am 20. April an ein Restart, in welcher Form auch immer. Wir gehen davon aus, dass wir bis Mai, ob es jetzt Anfangs Mai oder Mitte Mai, in dieser Situation jetzt uns vorbereiten müssen oder dass mit dieser Situation, aktuelle Situation leben müssen. Wenn es weitergehen würde, würde es langsam kritisch werden. Aber ich glaube, das liegt nicht in unserer Entscheidung, logischerweise. Da müssen wir auf unsere Behörden volles Vertrauen haben und das haben wir. Prima, das war ein erster Blick in die Zukunft. Wir wollen uns jetzt noch anhören, was der Sporthändlerverband ASMAS, wie er die Lage sieht und was es da für Forderungen auch an den Bund gibt. Gut, die Maßnahmen des Bundes sind für uns eigentlich sehr gut, sehr schnell umgesetzt, aber die werden im saisonalen Sportfachhandel kaum reichen. Also wir haben jetzt aktuell Saisonbeginn für alle, die Frühjahr Sommersport verkaufen, sehr aktiv sind. Also ich nehme da als Beispiel einen Golfshop, der hat Saisonstart im März. Die haben jetzt Waren reingekriegt, die sie vor 6 bis 8 Monaten bestellt haben, von etwa 1,1 Millionen, haben die offene Rechnungen. Budgetiert in dieser Zeit ist ein Umsatz von 900.000 Schweizer Franken und es wird null Umsatz gemacht, weil die Sportanlagen geschlossen sind und die Läden geschlossen bleiben müssen. Also die kurzfristigen oder die Kredite, die sehr schnell da sind, die helfen, um zu überbrücken, aber die werden kaum helfen, nachher die ganze Situation zu entspannen, weil sobald es wieder losgeht, haben wir auf den saisonalen Produkten eine sehr hohe Demodierung der Ware. Das heißt, wir haben große Abschreiber und können kaum Marge generieren. Das heißt, irgendwo fehlt dann das Geld. Und darum ist eigentlich hier ein Anliegen des Sportfachhandels, ich möchte es nicht als Forderung betiteln, aber ein Anliegen, dass man das auch berücksichtigt. Es sind noch andere saisonale Branchen betroffen, also es ist
Textilfachhandel, Schuhfachhandel, ich denke auch der ganze Gartenbereich ist auch sehr stark betroffen, weil da ist der Saisonstart, die Ware ist da, musste frühzeitig bestellt werden und kann nicht mehr gestoppt werden. Und für uns, wir suchen da Lösungen, es gibt verschiedenste Ansätze, aber ich denke, wichtig ist, dass man das in einer ersten Phase mal darüber diskutiert wird, ob das überhaupt möglich ist, und dann müsste man schauen, in welcher Form. Also wir haben Ansätze, aber da müsste man darüber diskutieren, was möglich wäre. Es bringt nichts, wenn ich irgendeine Lösung vorschlage, oder die Lösung muss irgendwo dann diskutiert werden. Also in Österreich werden Lösungen diskutiert, dass ein Kredit pro Woche von 1,9% des Jahresumsatzes, also ein abgesicherter Kredit, wie wir es in der Schweiz haben, gegeben wird und davon ungefähr 75% zurückgezahlt werden müssen. Also das ist ein Ansatz, der in Österreich im Moment diskutiert wird, oder? Ich kann mir auch vorstellen in der Schweiz, dass wir das über Mehrwertsteuer regeln können, weil wir haben die Zahlen von den letzten zwei Jahren im Mehrwertsteuerbereich. Also das heißt, man könnte auch eine gewisse Kontrollmechanismen einbinden, dass nicht irgendjemand sagen kann, ja, ich hätte die und die umsetzen, sondern über die Mehrwertsteuer ist klar, was in den vergangenen Jahren versteuert wurde, und das wäre ein Ansatz, um dort irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, wir möchten jetzt unseren Podiumsdiskussionsteilnehmern nochmal die Möglichkeit geben, das Wort zu ergreifen, zu dem auch, was wir gerade gehört haben. Herr Niklaus ist schon wieder im Bild. Herr Irminger kommt wahrscheinlich gleich dazu. Herr Niklaus, wollen Sie anfangen? Gerne, ja, zu den Maßnahmen. Was sicher wichtig ist, ist, dass die staatlichen Maßnahmen verhältnismäßig weiterentwickelt werden, entsprechend der Gefahrenlage. Der Bund ist im Moment noch sehr zurückhaltend, was die Lockung betrifft, verständlich natürlich, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo man die Maßnahmen überprüfen muss, dass das verhältnismäßig angepasst werden kann, damit die Wirtschaft nicht ganz absackt, sondern wieder in Gang kommt. Dann generell natürlich die Rahmenbedingungen anzupassen, damit die Flexibilität der Unternehmen gesteigert werden kann. Das wird wichtig sein in solchen Zeiten. Auf Unternehmerebene, da geht es sicherlich darum, die Absatz- und Beschaffungskanäle sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Das gibt vielleicht auch neue Chancen. Inanspruchnahme staatlicher Maßnahmen, wo es erforderlich ist. Was man bereits sieht, ist natürlich auch, wenn die Wertschöpfungsketten und die Arbeitsteilung umgestellt wird in der Kette, dann ist die Frage, wie geht man mit Verträgen und mit bestehenden, wie entwickelt man sie weiter? Je nachdem hat man Interesse, dass die Verträge eingehalten werden, durchgesetzt werden können. Andererseits möchte man sich vielleicht davon lösen, wenn man andere Business-Ideen hat und die Geschichte in eine andere Richtung entwickelt. Und hier gilt es natürlich dann, diesen Konflikt zwischen Pacta sunt servanda und einerseits Auflösungsrechte, Änderungsrechte bei den Verträgen in den Blick zu nehmen. Generell sollte man die langfristigen Verträge, dabei denke ich an Arbeitsverträge, Mietverträge wurden bereits genannt, Finanzierungsverträge, Labelverträge, Vertriebsverträge, vermehrt auch auf Risiken überprüfen. Natürlich jetzt Corona, das im Zentrum steht, aber es gibt auch noch weitere Risiken, Marktrisiken, Klimarisiken, Embargos, der Handelskrieg ist ja immer noch da. In der Währungssituation ziehen da und dort gewisse Wolken auf. Es ist vielleicht auch der Zeitpunkt da, die Verträge mal grundlegend auf die Risikoverteilungen zwischen verschiedenen Parteien zu überprüfen und gegebenenfalls neu auszuhandeln. Sich jedenfalls dieser Risiken bewusst zu werden. Aber insgesamt muss man auch langfristig denken, das gibt Chancen, in welcher Gesellschaft leben wir nach dieser Krise, und da gibt es sicher wieder einen Lichtblick, auch das rechtzeitig in den Blick zu nehmen. Danke, Herr Niklaus. Herr Irminger. Ja, ich glaube auch, es sind die zwei Perspektiven, Unternehmen und von Bundesseite her. Auf der Unternehmensseite hilft sicher von den Non-Food-Formaten stark die Kurzarbeitsentschädigung der Bund ausrichten. Ich glaube, wir selber müssen schauen, dass wir auf der Kostenseite, wie Herr Gilg auch gesagt hat, ein äußerst striktes Kostenmanagement betreiben. Dazu gehören natürlich auch Mietverhandlungen, weil das ist ja nach den Personalkosten der wesentlichste Kostenblock eines Händlers. Von der Bundesseite stellen wir auch uns vor, je nach Taktung
dass man durchaus eine Lockerung der Maßnahmen ins Auge fassen kann, wenn der Zeitpunkt richtig ist und dass man dann auch peu à peu diese Non-Food-Formate mit den gleichen Auflagen, wie wir sie heute im Food haben, auch wieder in Betrieb setzen könnte. Das würde sicher dem Detailhandel im stationären Geschäft extrem stark nützen. Prima, vielen Dank von Ihrer Seite. Herr Bruckmann, sehe ich, ist auch dazu gekommen jetzt nochmal. Sie haben ja eben in Ihrem Beitrag, in Ihrer Videofrequenz, haben Sie auch von Österreich gesprochen. Herr Bruckmann, gibt es noch andere Länder, wo Sie sagen, von denen können wir was lernen, was das Thema Unterstützung angeht? Also wir sind im Moment in Kontakt, vor allem mit Österreich und Deutschland. In der, sag mal, Österreich, die sind ähnlich unterwegs wie wir. Wir sind in der Schweiz grundsätzlich sehr, sehr gut unterwegs. Also wir haben gute Lösungen, sehr schnell funktionierende Lösungen gehabt. Also von daher ist für mich, sind wir im Moment eher die, die auch Informationen nach in die anderen Länder geben. Für uns ist sicher wichtig, möglichst schnelles Aufheben des Lockdowns. Es wird im Sportbereich natürlich noch andere Einschränkungen geben, oder? Sportanlagen. Trainings in Gruppen und so weiter, das wird noch länger gehen und dadurch haben wir natürlich keinen Bedarf an Fußballschuhen zum Beispiel. Wenn praktisch 3-4 Monate nicht gespielt wird, wird auch nichts verkauft. Und das ist für uns ist sicher möglichst schnelles Aufheben des Lockdowns das, was einigermaßen helfen würde. Und die Saisonalität ist gleich wie im Textilhandel. Wir werden vermutlich mit einer Margenerosion leben müssen, unsere Händler haben verschiedene Möglichkeiten, aber sie müssen das immer partnerschaftlich mit ihren Lieferanten oder auch Vermietern lösen, weil grundsätzliche und generelle Lösungen sind vermutlich kaum möglich. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt so langsam die Diskussion einleiten und ich möchte alle nochmal bitten, dass Sie mal schauen, unten in der Leiste Fragen und Antworten, F und A. Es sind schon einige Fragen gestellt worden. Wir gehen dann gleich auf diese Fragen ein. Aber bitte, wenn es Fragen gibt, tippen Sie mal noch. Bevor wir in diese offene Diskussion gehen, möchten wir Ihnen eine kleine Modellrechnung vorstellen. Wir haben uns mal überlegt, was bringen jetzt die Unterstützungsmaßnahmen, gepaart auch mit unternehmerischem Willen, die Krise in den Griff zu kriegen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine Beispielrechnung. Ein fiktives Beispiel zeigt einen Händler, der für 2020 einen Umsatz von 12 Millionen Franken und ein EBITDA von 600.000 geplant hat. Er muss seine Ladengeschäfte aufgrund der Corona-Krise für 2 Monate unerwartet schließen und rechnet mit Umsatzeinbußen von 20%, sodass er seinen Plan für 2020 auf 9,6 Millionen Franken Umsatz anpassen muss. Zum Glück ist seine Ware auf Lager nicht verderblich oder saisonabhängig, sodass er keine Abschriften hat und seine Handelsmarge in Höhe von 50% halten kann. Auf seinen Fixkosten bleibt er jedoch sitzen, weil er diese kurzfristig nicht abbauen kann. So muss er mit einem negativen EBITDA in Höhe von 600.000 Franken für 2020 rechnen. Der Händler beschließt, seine Mitarbeiter für 2 Monate in Kurzarbeit zu senden. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt für die Dauer der Kurzarbeit 80% seiner Gehälter, sodass sich die Personalkosten von 1,8 Millionen um 240.000 auf 1,56 Millionen verringern. Die 2-monatige Personalkostenreduktion bringt leider im Hinblick auf den EBITDA lediglich eine Verbesserung von -6 auf -4%. Der hohe Umsatzrückgang kann durch das Kurzarbeitgeld bei weitem nicht kompensiert werden. Zusätzlich erreicht der Händler bei seinem Vermieter eine Mietminderung von 50% für die Zeit, in der seine Läden geschlossen bleiben. So kann er in unserem Beispiel 150.000 Franken im Jahr einsparen und seinen Verlust um diesen Beitrag weiter verringern. Die Auswirkungen auf den EBITDA fallen jedoch nur marginal, von -4 auf -2% aus. Auch die zusätzliche Mietkostenreduktion kann den hohen Umsatzverlust bei weitem nicht kompensieren. Daher entscheidet sich der Händler, zusätzliche Maßnahmen für Kosteneinsparungen zu treffen und streicht seine Marketingausgaben und externen Beratungskosten für 2 Monate, sodass er seine sonstigen Betriebskosten für diese Zeit um 70% verringern kann. So gelingt es dem Händler, auf EBITDA-Level keine Verluste zu machen. Ja,
Jetzt haben wir viel Informationen gebracht und wir wollen jetzt so ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Es gibt von einigen Teilnehmern die Frage, wie stark sich wohl jetzt nach der Krise der Umsatz von stationär nach online entwickeln wird. Hintergrund ist einfach die Tatsache, dass momentan sehr viel natürlich online bestellt wird, der stationäre Handel zu ist. Wie sehen unsere Experten diese Entwicklung, den Shift hin von stationär zu online? Bleibt das so bestehen oder kehren die Kunden in die Läden zurück? Herr Irminger, wie sehen Sie das? Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen Food und Non-Food wiederum. Wir sind hier der Meinung, der Anteil vom Food online ist ja auch heute eher gering auf den Gesamtmarkt betrachtet. Der wird wahrscheinlich leicht weiter wachsen, auch wenn die Krise zu Ende ist. Und im Non-Food können wir uns durchaus vorstellen, dass das zu einer weiteren Beschleunigung Richtung Onlinehandel hinführen wird. Wie sieht das bei Herrn Bruckmann aus im Sportbereich? Ja, Sie sind ja sehr stark stationär unterwegs mit der ASMAS. Die Konkurrenz ist aber auch im Online-Bereich sehr intensiv am Gas geben. Wie könnte sich das auswirken bei Ihnen? Also im Moment sind die Händler, die online unterwegs sind, die machen zwischen 40% und 60% Umsatzzuwachs, je nach Größe. Also, und ich glaube, der Online-Anteil wird deutlich höher bleiben. Also es wird nicht zurück zu vor Corona geben, sondern die Leute gewöhnen sich, die Produkte online zu kaufen. Sie kommen mit den Tools zurecht, sie können mit einer zuverlässigen Lieferung rechnen, dass der Online-Anteil wird schneller steigen als ohne Corona. Da bin ich eigentlich sehr überzeugt davon. Sieht das auch der Herr Pörtig so? Ich sehe das sehr ähnlich. Wir sehen das bei uns in der Firma. Die Steigerungen sind noch etwas höher als bei Herrn Bruckmann. Wir sprechen im Moment bei uns von Faktor 2 bis Faktor 4, je nach Schuh oder Sport. Und ich glaube aber auch, dass das, also dass es beim Non-Food nochmal eine drastische Beschleunigung gibt, wie Herr Irminger das auch sieht. Ich glaube aber auch, dass es im Food für viele Konsumenten, die bis jetzt nur stationär gekauft haben und jetzt sich zum ersten Mal auch online gekauft haben, den Food-Bereich, dass die wahrscheinlich Gefallen daran finden werden. Ich denke, wenn die Lieferungen noch schneller möglich werden im Moment, wäre wahrscheinlich die Steigerung noch deutlich höher im Food. Es gibt jetzt viele Fragen. Vielen Dank. Es gibt viele Fragen. Ich glaube, da weiß von uns keiner so richtig die Antwort. Zum Beispiel die Frage nach der Insolvenzrate nach der Krise ist natürlich schwierig zu sagen. Hängt davon ab, wie lange die Krise andauert. Ich glaube, wenn es jetzt an Ostern vorbei wäre, dann ist diese Rate gering. Wenn das aber noch mehrere Monate gehen sollte, was auch einer fragt, einer von den Zuhörern sagt, ja, das könnte ja 4 bis 6 Monate gehen. Wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten wir natürlich eine ganz, ganz andere Insolvenzrate. Einer stellt die Frage, wäre es nicht schön, jetzt vor Ostern die Blumenläden und die Heimworker-Shops, Obi, Jumbo und so weiter zu öffnen. Das würde doch jeder sich freuen. Ja. Ich möchte die Frage mal ganz kurz in die Runde werfen. Was würden Sie dazu sagen, wenn dem so wäre, wenn diese Do-it-yourself-Läden wieder aufgehen würden? Möchte Herr Niklaus dazu was sagen? Die sind ja nahe am Agrarsektor. Ja, es schmerzt natürlich, wenn man sieht, wie da ganze Quanten von Blumen, Pflanzenmaterial und so weiter vernichtet werden muss. Ich habe vor ein paar Tagen zwar eine Online-Petition unterschrieben, ich bin da natürlich da für eine Öffnung. Man muss natürlich auch sehen, dass es auch in dieser Zeit wichtig ist, dass die Gesellschaft auch zu Hause funktioniert. Gerade da im Anwaltsbereich sehe ich, dass Scheidungen und Gewaltdelikte zunehmen. Und da ist es doch wichtig, dass sich die Leute beschäftigen können und vor allem mit etwas Sinnvollem beschäftigen können. Zudem ist das auch eine Form von Food Waste, Plant Waste, wenn wir da die Blumen einfach auf den Acker werfen. Also ich bin da für eine eher offene Haltung. Okay. Gibt es noch andere Meinungen dazu?
Ich glaube, es gibt viele Meinungen zu diesen Themen. Also ich frage mich, wieso das in diesem Fall dann die Tennisplätze nicht geöffnet sind und die Golfplätze, weil mehr Raum haben wir kaum und könnten Sport betreiben. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber vermutlich finden wir natürlich in der Gesamtheit aller Unternehmen so viele Einzelsachen, die schwierig sind, jetzt zu sagen, das können wir einzeln aufheben, das können wir einzeln aufheben. Da gibt es immer wieder Diskussionen, aber es wird in jeder Branche Beispiele geben, die man relativ problemlos durchführen könnte. Aber ich glaube, wenn ich vielleicht noch eine Bemerkung gestalten darf, die Maßnahmen des Bundesrats zielen ja, schön wäre es natürlich, alle Maßnahmen zu machen. Ich glaube, das ist uns allen klar, ja. Aber die Maßnahmen des Bundes zielen ja darauf ab, um die Infektionsrate auf einer Höhe zu halten, dass das Gesundheitswesen nicht kollabiert. Ich glaube, das muss das Primat unserer Gedanken sein. Und jeder hat seine Ansprüche von seiner Wirtschaftsseite her, dass das gelockert wird. Und mit den Maßnahmen, die wir in der Schweiz ergriffen haben, haben wir einfach die Tsunami-Welle nicht auf 30 Meter hochgesetzt, sondern auf 10 Meter. Und 10 Meter bedeutet bildhaft, das können wir bewältigen, wie es aussieht. Und ich glaube, das muss unsere führende Überlegung sein, dass das so lange fortgeführt wird, bis diese Maßnahmen wirklich zurückgenommen werden, ohne dass es uns dann eben halt in einem Monat oder in 6 Wochen einholt. Und bis dahin, glaube ich, müssen wir uns wirklich dieser Führung des Bundes letztendlich auch anpassen. Vielen Dank für dieses Statement. Gibt es noch weitere Hinweise von unseren Podiumsdiskussionsteilnehmern? Wenn dem nicht so ist, auch mit Blick auf die Uhr, möchte ich eigentlich dieses Webinar so langsam abschließen. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben. Es sind 3 Punkte, die mir wichtig erscheinen. Der erste Punkt, die Meinungen, ob das Virus uns wirtschaftlich umbringt, sind natürlich gespalten. Es wurde heute eine Befragung veröffentlicht von 155 deutschsprachigen Volkswirten vom Münchner IFO-Institut. Und da ging es um die Frage, ist die weitere Schließung von Geschäften über den 19. April hinaus, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Das Ergebnis ist zweiteilig. 77 von den 155 Professoren sprechen für eine Öffnung nach dem 19. April, weil der volkswirtschaftliche Schaden im Verhältnis zum medizinischen Nutzen zu groß sei. Ich frage mich, ob Ökonomen diese Abschätzung tatsächlich treffen können, da Ökonomen im Hinblick auf den medizinischen Nutzen doch eher im Dunkeln tappen. Und das geht wahrscheinlich vielen von uns. Ich schließe mich da Herrn Irminger an. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen aufpassen und die Zahlen uns genauer anschauen. Denn diese medizinisch-ethische Seite ist eine Seite, die dann vielleicht längerfristig stark zu denken gibt. Zweiter Punkt. Die Forscher Konrad und Thum behaupten, der Neustart des Wirtschaftslebens nach Monaten des Shutdowns wäre vergleichbar mit dem Neustart unserer Wirtschaft nach dem Krieg. Ich glaube, sie liegen falsch. Die Läden und Logistikzentren des Handels werden nämlich nach Beendigung der Krise noch stehen. Und das Management mit viel Wissen und Innovationskraft wird es auch noch geben. Und der dritte Punkt. Es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Denn erstens ist die Pandemie in der Schweiz weniger schlimm als bisher vorhergesagt. Die Maßnahmen fangen an zu greifen. Zweitens steigt das Wissen über das Virus und das, was da an Maßnahmen kommt, das wird wirkungsvoller sein und wirkungsvoller werden. Drittens, es gibt schon erste vielversprechende Arzneimittel, die auf dem Wirkstoff Avigan basieren. Und viertens, wir haben es alle ein Stück weit selbst in der Hand, indem wir Social Distancing beherzen, bis Ostern auf jeden Fall und vielleicht auch darüber hinaus. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitarbeiten, fürs Unterstützen. Bleiben Sie gesund. Wir haben abschließend noch 2 Folien vorbereitet, die wir kurz einspielen von der Regie bitte. Das eine ist der Dank an Sie alle, die jetzt mitgewirkt haben. Ich glaube, das war interessant, das war vielseitig, was wir gehört haben. Das zweite,
Was ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist der Hinweis, dass Sie sich sowohl die Studie runterladen können, als auch auf unserer Webseite weitere Informationen erhalten. Corona-Hilfe, Handel. Hier haben wir auch Beispiele, was der stationäre Handel alles macht. Da kann man sich nochmal ein bisschen durchklicken. Auch mittlerweile gibt es sogar ein Video, habe ich gesehen, mit einem Händler, der sehr erfolgreich gegen die Krise ankämpft. Und unten diese zwei Links. Und das allerletzte Chart, der große Dank an mein Team. Das Team hat einen fantastischen Job gemacht in der letzten Woche. Sie sehen, was da alles passiert ist. Eine Befragung aufgesetzt und ausgewertet. Da brauchen wir normalerweise 3 Monate. Das ging jetzt in 4 Tagen. Ich denke, das war eine interessante Sache, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Zeit und viel Gesundheit. Vielen Dank.